Ja, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Eigentlich gerade noch mit 60 FPS, jetzt nur noch mit 50. Deswegen ein bisschen verwirrt, aber egal, wir ziehen es einfach durch. Und ich habe hier jetzt schon mal nochmal eine Maisbude weggefahren. Jetzt dachte ich mir, ich nehme jetzt nochmal auf einfach, weil du brauchst ja für morgen auch noch eine Folge. Deswegen ja, bin ich jetzt hier und... Was soll ich sagen? Ich bin jetzt hier. Und ich habe auch nichts vorbereitet. Das wird schon wieder so eine total unspektakuläre Folge, weil da hinten ist auch noch nichts gewachsen, weil ich, schlauer Mensch, ja mit Beschleunigung 1 gespielt habe. Ha, was könnten wir denn heute machen, außer Mais häckseln? Das Mais häckseln ist eigentlich... Nee, ich sollte eigentlich trotzdem mal durchfahren, bevor ich hier sinnlos in der Gegend rumfahre. Weil Mais häckseln ist eigentlich doch sehr zäh, würde ich mal sagen, ja. Das zähe Maishäckseln. Hey Pox, dir fehlen heute total die Worte. Ja, die fehlen mir heute total. Ich weiß auch nicht warum. Ist das Ding jetzt an? Ach nein, ich sollte erstmal das Gerät wechseln. So, senken. Und Tempomat rein und los geht's. Fällt mir irgendein Thema ein? Nein, mir fällt kein Thema ein. Doch, mir fällt ein Thema ein. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, über die Migration zwischen Bravecraft und der Sky Family. Sky Family kennen wahrscheinlich mehr Leute wie das Bravecraft-Projekt, in dem auch der Tro dabei ist. Allerdings haben wir jetzt gesagt, komm, wir führen diese beiden Projekte jetzt zusammen, bauen ein dunkles Portal, entwickeln eine riesengeile Geschichte dahinter. Was ist denn heute los? Und hinter dieser geilen Geschichte, ja, geile Geschichte, das sind auch meine Frames wieder zurück. Ja, hinter dieser geilen Geschichte steht dann dieses Portal. Tro hat einen Riss erzeugt zwischen den zwei Welten. Ich denke mal, das interessiert niemand, der hier beim Maishäckseln zusieht, oder? Ich denke nicht. deswegen... Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch einmal die Bahn hier fertig. Das sind immer so knapp 20%, oder? Ja, ein bisschen mehr. Bevor ich jetzt noch 50 Mal auf- und abfahre. Das kann ich gut und gern offscreen machen. Hänge ich mal hier mein Maishäcksle vorne ab. Und dann fahren wir nochmal zur Biogasanlage. Und gucken mal, ob wir da unten endlich ein bisschen was verdichten können. Und allerdings könnte ich auch die Silage zu den Kühen bringen schon mal. Und noch ein bisschen Gras. Ja, genau, das ist ein Plan hier. Wir bringen diese 1,8 Tonnen Silage jetzt erstmal zu den Kühen, dann haben die auch was. Und wenn ich schon da unten bin, dann kann ich auch die restliche Silage. Was ist das hier eigentlich? Kann ich hier... Ja, Silage ist hier nicht akzeptiert. Wieso kann ich hier einfach Gras abladen? Kann ich das hier auch aufladen? Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt gleich eine Schaukel und eine Schaufel und probiere es aus. Weil dann spare ich mir das Gras, man. Obwohl das auch nicht schlimm ist. Könnten wir, also so laut Plan hier, ein bisschen Rasen mähen. Und den Kühen wieder Gras bringen. Wie sieht es eigentlich bei den Schafen aus? Haben die noch was? Ach, mit dem Pfeil geht's nicht. Mist. Schafe. Die produzieren immer noch nicht mehr. Ich glaube, ich brauche jetzt dann irgendwann mal... Die Schafe haben noch genug, auf jeden Fall. Da ist noch genug Stroh da, wir brauchen nur Gras. Ich hoffe mal, in unserem Strohwagen ist kein Stroh mehr drin. Und ich hoffe mal, ich muss die Silage hier jetzt rein... Ach nein, die brauchen ja Silage. Klar, also muss ich die hier reinkippen, oder? Genau. So, die verdichten wir gleich mal. Das geht ja relativ schnell, Gott sei Dank. Und wenn ich jetzt hier aussteige, sollte ich eigentlich... warum geht das nicht? Verkehrt die, ohne dass ich die zudecke? Früher musste mir die ja zudecken. Jetzt bin ich mal gespannt. So, und was zeigt jetzt unser Overlay an? Ich meine, die Kühe haben jetzt eine Silage. Oder muss ich die dann direkt reinkippen? Hätte ich die gleich hinten reinkippen können? Ihr seht schon, ich bin wieder total verwirrt. Wir haben 202 Liter Milch, das ist ein bisschen wenig. Aber, dass die Produktivität wenigstens wieder ein bisschen steigt,
geht es jetzt erstmal weiter mit Gras. Ich lasse ihn hier einfach stehen. Und das war definitiv nicht der Plan, dass es so passiert. Oh Mann. Erstmal zurücksetzen. Nein, nein. Den hier. Reset. Ja, bitte. So, jetzt tappen wir uns hier mal durch. Nein, nein, nein. Ja. Den will ich haben. So, mit dem kann ich nämlich ein bisschen besser den Hänger hinter mir herziehen, obwohl ich den noch gar nicht brauche. Ich brauche eigentlich erstmal das Mähwerk, welches noch irgendwo steht. Hier steht unser Schwartkreisel. Da steht unser Heuwagen. Unser Graswagen, unser Irgendwaswagen. Und ich habe noch was entdeckt. Ich habe... Ah, okay, Mist, da ist Heu drin. Ja, da ist Stroh drin. Kann ich das schon zu den Kühen bringen jetzt? Ah, und so geht mein Plan in Rauch auf. Oh, wenn man die Sachen zurücksetzt, werden sie gewaschen. Schöne Sache. Ach, Mist, da war ja was, dass ich den hier komischerweise nicht anhängen kann. Ich weiß nicht, warum und was das soll. Das ist totaler Schwachsinn, warum ich den Hänger nicht da anhängen kann. Das war's dann mit meinem Plan. Ich gehe jetzt erstmal Gras mähen. So, fertig, aus. Die Kühe haben Hunger. So sieht's aus. Ich hoffe mal, ich kann mein Mähwerk, was da unten noch rumsteht, einfach dahin bauen. Und die andere Frage ist, soll ich mir vielleicht noch das andere Mähwerk dazu kaufen? Ich gucke jetzt gleich mal, welches ich habe und was die anderen kosten. Bin ja mal sehr gespannt. Ich hab dieses Seitenmähwerk. Okay, und jetzt gucken wir mal in den Shop. Der wollte gerade nicht so wirklich. Okay. Was wollte ich eigentlich? Ah ja, Mähwerke. Wo sind die drin? Flüge, Moos. Wenn wir den Seitenmäher... Naja. Prinzipiell können wir uns den nicht leisten und den habe ich. Ich könnte den höchstens noch hinten hinhängen, wenn es geht. Das probiere ich einfach. Ich kaufe ihn einfach. Hey! Was kostet die Welt? Wir kaufen uns ein neues Mähwerk. Genau, dann werde ich den hier hinten hin machen und den anderen vorne. Dann habe ich so im Prinzip die doppelte Arbeitsbreite. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Warum rutschen wir jetzt hier schon wieder so extrem über den Boden? Das gefällt mir gar nicht. Hallo, wir haben hier einen super schweren Traktor und man kann mit dem Mähwerk hier nicht normal fahren. Ich hoffe mal, jetzt geht's besser. Ja, ein bisschen. Okay. Das, was vorne dran ist, ist ja sowieso für vorne gedacht. Deswegen fahren wir hier zu unserer guten, alten, beliebten Wiese. Ach ja. Da war jetzt wieder das, was ich eigentlich mal nachgucken wollte. Der Shop hat halt so seine Probleme beim Nachladen. Ich weiß gar nicht. Er möchte einfach nicht. Baling Technology. So, hier. Das ist ein Ballen... Nein, das ist der Wickelwagen. Und ich mache dann Silage draus. Den kann ich mir nicht mehr leisten jetzt. Ach, Pox, du bist so ein Noob. Das gibt's gar nicht. Aber ich hätte... Naja, ich habe ja den Tieflader. Guck mal hier, den habe ich gesucht. Erst bei der Ballentechnologie, ja. Den habe ich für das für die Wolle eigentlich gesucht. So, aber wir bräuchten das hier. Und wir bräuchten ja sowieso eine Ballenmaschine. Oder am besten eine Rundballenmaschine. Ich hoffe mal, das ist der hier. Ah, schlechte Idee, funktioniert sowieso nicht. Ich habe nämlich gesehen, dass man hier das Gras, wenn man es direkt, nein, wenn man es zu Heu macht, also bräuchten wir einen Wendekreisel auch noch. Ich weiß nicht, ob man das Wendekreisel nennt. Ich schalte mir hier meine beiden Mähwerke ein. Und dann können wir hier mit dem Tempomat in einer Seelenruhe drüber fahren. Ich sollte vielleicht einfach nicht Gas geben. Macht es auch einfach. Die Textur, wie das Gras hier hinten rausfällt, ist cool. Ja, so mäht man halt so eine kleine Grasfläche einfach mal in einer halben Zeit wie zuvor. Ja. So extrem habe ich mir das nicht vorgestellt, dass es so schnell geht.
aber ja, cool. Ja, also man kann das Gras in Silage verwandeln, so, um auf den ganzen Mist hier zurückzukommen. Den ich immer von mir gebe. Bin das eigentlich auch? Na ja, egal. Gras in Silage verwandeln, bla 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 bla. Und dann diese Silagebällen den Kühen geben. Die kann ich dann auch in den Futtermischwagen werfen, die Bälle. So habe ich das zumindest verstanden. Berichtigt mich bitte, wenn ich total falsch liege. Warum bleibt hier jetzt eigentlich so ein Streifen frei? Nee. Yay. So ging das natürlich super schnell. Jetzt noch einmal hier zurücksetzen kurz. Dass wir den Rest auch noch mitbekommen. Und da drüben den Streifen, den lasse ich einfach mal. Und dann komme ich mit meinem Schwartkreisel hier runter und dann zeigen wir mal dem Gras, wo der Hammer hängt. Das Problem ist, ich muss es nur dann in der nächsten, zwischen den Folgen, den Hänger leer machen. Das ganze Heu irgendwo hin dumpen. Ich wüsste nicht, wo ich es hinbringen sollte. So, mal die Mähwerke wieder ausschalten. Und dann lege ich die hier ab, weil das ist ja sowieso nur für Gras. Und da stören die nicht großartig, würde ich jetzt mal sagen. Und diese blöde Palette liegt hier immer noch. Ja, die kommt irgendwann weg. Ich weiß nur noch nicht, wie genau ich das mache. Aber irgendwie bekomme ich es schon. Und diese ganzen Bäume kommen jetzt dann auch irgendwann weg. Ah, das stört mich alles ein bisschen. Ja, stellt sich immer die Frage, soll ich eine neue Map anfangen? Weil hier sieht es immer noch aus wie im Schweinestall. Weil ich muss da hoch. Mein Schwartkreisel steht da oben am Zaun. Immer noch. Und vor allem, warum habe ich immer noch so viel Stroh? Warum liegt hier Stroh, wird der Troll jetzt fragen. Aber nein, heute nicht. Sag jetzt bloß nicht, ich kann das Ding hier auch nicht dran machen. Ach, jetzt, okay. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn das nicht funktioniert hätte, weil dann hätte Climbhox ganz große Probleme mit sich selbst bekommen. Hätte ich mir nämlich das Ganze sparen können, da wieder zurückzufahren und hin und her und sowieso und überhaupt. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich mit dem Strom mache. Hätte ich das auch ins BGA reinkippen? Ich meine, es verkehrt ja auch irgendwie, oder? Kann ich es wieder auskippen irgendwo? Ach je. So, klappt mal den mal aus. Stellen uns hier mal einfach ganz frech auf die Straße. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Auto. Es kommen hier eigentlich immer Autos. Und dann schalten wir den mal ein und legen hier los. Yeah. Jetzt muss ich jetzt dann nur zweimal mit dem Heuwagen drüber fahren, mit dem Ladewagen. Vielleicht dreimal? Nein. Und hab diese ganzen Spuren, das ganze Feld einfach mal da drin. Das ist eine echt klasse Sache. Das Mähwerk war eine gute Investition, kann ich heute so sagen. Was mich mal interessieren wird, guckt ihr diese Videos, wenn ich sie jetzt schon in 60 FPS mache? Deswegen auch hier totales Aufnahmetechnik, Chaos, bla bla blub, was wahrscheinlich eh niemand interessiert von euch. Aber guckt ihr diese Videos, wenn ich sie in 60 FPS mache, auch an? Interessiert euch das überhaupt? Oder sagt ihr da, hey, nee, das ist eher totaler Schwachsinn, das will doch sowieso keiner sehen. 60 FPS ist für die Katz. Würde ich auch verstehen, würde ich auch verstehen. Dann würde ich mir wieder Renderzeiten sparen. So, guck. Jetzt kriege ich hier zwei schöne, wunderbare, perfekte Spuren zusammen. Und ich könnte jetzt eigentlich, glaube ich, nochmal drüber fahren. Und könnte es dann alles in nur eine Spur packen. Aber ich hatte schon früher immer die Befürchtung, also in den letzten Teilen, dass mir dann irgendwas verloren geht, wenn ich da nur eine Spur draus mache. Ich würde mal sagen, den stelle ich auch hier ab. Weil den braucht da oben auch niemand im Moment.
So, und dann muss ich mir jetzt Gedanken machen, was mache ich mit meinem Stroh in diesem Hänger? Kann ich das irgendwo hinkippen? Ich versuche es jetzt einfach mal auf die Kuhweide zu fahren. Dann nehme ich euch noch mit. Das ist bei einfacher Zeitbeschleunigung sowieso immer so eine coole Sache, weil es vergehen halt auch genau 15 Minuten, wenn ich 15 Minuten aufnehme. Deswegen könnt ihr euch seit 15 Minuten diesen wunderschönen, seit knapp 15 Minuten diesen wunderschönen Sonnenaufgang angucken. Aber ich mag es einfach nicht, wenn es in einem Let's Play dunkel ist. Es ist immer so eine Sache. Klar sind zwischendurch Folgen dabei, da wird es dunkel, weil man kann nicht immer nur mit einfacher Zeitbeschleunigung spielen, weil es ist immer noch ein Let's Play und kein Let's guck zu, wie es Tag wird. Aber ich drift halt total in die technische Ecke ab. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte doch meinen Stroh anhängen, den ich mit dem nicht fahren kann. Dazu brauche ich hier wieder hinten ein Gewicht mit Anhängerkupplung. Genau. Und da oben auch noch eins liegt, nehme ich das auch noch mit. Dann habe ich hinten und vorne eins. Was dann hoffentlich im Großen und Ganzen nicht mein Fahrverhalten, sondern das Fahrverhalten von diesem Traktor ein bisschen verbessert. Na, komm schon. So, jetzt ist er natürlich schön schwer. Hier liegt auch immer noch ein Astro. Oh, komm schon. Okay. Da hinten was dran ist. Ich weiß nicht, der hat irgendwie ein komisches Fahrverhalten. Ich finde das irgendwie unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Man sollte auf den Bildschirm gucken, wenn man rückwärts fährt. Jetzt bin ich beim Autofahren. Guckst du nicht zum Fenster raus und machst deine Augen zu, fährst irgendwo dagegen. So. Seht ihr, mit dem Gewicht dazwischen kann ich den wunderbar anhängen. Ich würde mich echt mal interessieren, warum das so ist. Ist doch ein Programmierfehler, oder? So, und da ich eigentlich überhaupt kein Interesse dran habe, fahre ich diesmal hier runter. Das ist jetzt kein Interesse. Ich weiß einfach nur, dass der Weg zur Kuhweide so kürzer ist. Und der ist noch halb voll. Er ist halb voll. Wie sieht er dann aus, wenn er voll ist? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem vielen Stroh jetzt machen soll. Ich versuche es mal einfach hier unten jetzt abzuladen. Was ist hier eigentlich passiert? Wird irgendwie Sachen angepflanzt. Okay. Aber ich wüsste nicht, warum das da unten funktionieren sollte, weil das ist nur für Gras. War ich mal knapp vorbei? Ah, Stroh ist nicht akzeptiert. Und mein Spiel stellt sich immer noch Stück für Stück immer und immer wieder auf Englisch um. Immer wenn ich stelle es zuvor auf Deutsch um. Ich spiele kurz, ich gehe nochmal raus, starte das Spiel nochmal neu, starte mein Aufnahmeprogramm, starte das Spiel und dann ist es wieder auf Englisch. Wer weiß warum oder wieso, kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder hätte ich einfach nicht die Steam-Version nehmen sollen. Könnte natürlich auch sein. So, jetzt muss ich hier natürlich wieder rückwärts rein. Was erstmal jetzt wieder Stunden dauern wird. Ja klar. Nein! Ah, hat sogar funktioniert. Guck an. Halt, andersrum. Jetzt noch mal ein Stückchen nach vorn. Ja, so, ich hab gut geparkt. Ja, ich gut geparkt. Dankeschön, dankeschön. Bitte nicht so viel loben. Das wird sowieso nichts. Okay, ich kann hier abladen. Bitte werd leer. Kühe, ihr braucht das Stroh. Oh nein. Okay, jetzt versuche ich es noch in das Silo. In das Fahrsilo. Fällt mir auch der Name wieder ein. Auch hier, ihr wollt kein Stroh. Na, wer will dann noch Stroh? Niemand mehr. Wo kann ich das hinschütten? Ich hätte jetzt gern so einen überall Abkippmod. Apropos. Wäre bestimmt eine gute Idee, den mal zu installieren. Ja. Okay, bevor die Folge wieder zu lang wird, ich bin schon wieder bei knapp 20 Minuten hier, würde ich sagen, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Ich bin euer Pox, schaltet wieder ein, wenn's heißt Landwirtschaftssimulator 2015. Schon morgen gibt's die nächste neue Folge. Tschüss.